Suppe ist immer gut, mit Ausnahme der Frühlingszeit während der Blütezeit der Kastanienbäume. Eine bequeme Variante ist die Anwendung der weißen, schon geschälten trockenen Esskastanien, die vorher für wenigstens einen Tag weich geworden sind. Zusammen mit Esskastanien und Reis braucht man Milch, Lorbeer, Salbei, Petersilie sowie Salz und Pfeffer. Um das Schälen der Esskastanien zu erleichtern, ziehen 2 Liter Salzwasser mit den Gewürzen geben und dort 2 Stunden lang lassen. Am Ende der 2 Stunden die Gewürze entfernen, Reis hinzufügen und zum Kochen bringen. Nach ungefähr 10 Minuten Milch und Butter hinzufügen und weiter kochen. Die Suppe soll sehr cremig und dicht sein. Mit Pfeffer servieren. Sehr gut ist die Kopplung mit dem Wein Colline Novaresi Doc Croatina. Dieser hat einen starken Weinduft und soll bei einer Temperatur zwischen 18 und 20 Grad serviert werden.